Hallo, Servus bei Monaco Deluxe. Schön, dass du da drauf geklickt hast. Ich bin in Tirol im Genusshotel Hohenfels, also einfach mal so ein bisschen Wellness gemacht. Ist nur ein paar Stunden von München entfernt und am Ende des Videos gibt es wie immer mein Fazit, also dranbleiben und wir starten jetzt erstmal mit der Roomtour. Ein richtig schönes Zimmer hat mich hier erwartet. Das Einzige, was ich traurig fand, dass als Einzelnutzung nur eine einzige Bettdecke da war. Aber das hat natürlich dieser wunderbare Ausblick sofort wieder gut gemacht. Ein Zimmer mit Balkon finde ich ja immer schön. Auch dieser sozusagen abgetrennte Wohnbereich, was ja wie eine Junior Suite ist, fand ich sehr, sehr schön und einladend. Ja, die Aussicht hat natürlich 5 Sterne von 5 bekommen. Natürlich der Hammer, unbebauter Blick, ein Traum. Und auch wirklich ein Traum war das Restaurant, die Stuben hier mit dem Kamin, richtig schön gemütlich und hat auch trotzdem hell, also nicht so dunkel, sondern richtig schön einladend, schön offen und da gab es richtig gutes Essen. Das Abendessen, ein Traum, dazu später mehr im Feedback. Das ist die andere Seite vom Restaurant, da hat man mehr so Nischen gehabt, das ist auch wirklich schön, man sitzt schön auseinander, man kann sich unterhalten und nicht so Tisch an Tisch und am Frühstück, trotz Corona, riesen Auswahl. Also wirklich tipptopp. Auch tipptopp gepflegt war die Gartenanlage. Ein Traum mit einer richtig schönen großen Holz-Außensauna. Auch der Außenpool war toll. Der war beheizt. Das heißt, auch im Winter, wenn es mal nicht so optimal ist, kann man draußen sein. Und unterm Vordach hier, das sind auch Heizstrahler. Das heißt, auch im Winter kann man da schön verweilen. Ja, innen drin ist ein riesiger Ruhebereich, da kann man einfach verweilen, entspannen und die Seele baumeln lassen, auch wenn das Wetter mal schlecht ist. So ging es mir. An einem Tag hat es geregnet, aber ich habe mich nicht entmutigen lassen, sondern ich dachte mir, gut, wenn nicht draußen, dann drin und deswegen erstmal ein Spa-Treatment. Ein Traum, ich sag's euch, eine 1A-Gesichtsbehandlung müsst ihr mal ausprobieren. Ja, ein Wochenende hier ist wieder zu Ende gegangen und Wellness pur stand auf dem Programm. Und ich hatte mir das Wellness-Treatment Taufrische gegönnt. Das ist eine Behandlung fürs Gesicht, was sehr, sehr toll ist. Mit frischer Aloe Vera, richtig toll ausgereinigt auch. Also ich fühle mich jetzt richtig fresh wieder. Und was ich wirklich toll fand bei der Behandlung, währenddessen die Maske einwirkt, wo mir immer langweilig wird, wird jetzt eine Hand- und Fußmassage gemacht. Also wirklich, wirklich toll. Essenstechnisch, wow, ich sag's euch, sensationell war die Trüffelpasta, die zeige ich euch mal, da war richtig viel Trüffel drauf, oh, ein Genuss pur. Es gibt hier ja den Außenpool, der ist eben nur außen, es gibt keinen Indoorpool, was man wissen sollte, aber er ist beheizt, das heißt auch im Winter ist es kein Problem, mal eine Runde zu schwimmen. Und was sehr, sehr schön war, es gab Heizstrahler über den Liegen. Das heißt, auch wenn es draußen richtig, richtig kalt ist, kann man draußen liegen und die frische Bergluft genießen. Ja, ich hoffe, der Einblick hat euch gefallen. Schaut einfach mal selbst vorbei. Gerade mal 3 Stunden von München entfernt. Ganz ehrlich, für eine richtig geile Trüffelpasta und eine 1A Wellnessbehandlung ist dieser Trip doch einfach schon mal ein Highlight. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst mir einen Daumen hoch da. Noch viel, viel besser hier draufklicken und abonnieren. Ihr wisst, Support ist kein Mord. Und dort oben, da habe ich ein Video, was euch gefallen könnte. Also einfach mal draufklicken. Ich hoffe, wir sehen uns wieder bei der nächsten Folge bei Monaco Deluxe.